Hallo Leute, mein Name ist Katja Lizarova und ich bin eine professionelle Künstlerin. Ich mache Installationen und Slam wurde die Hauptidee in einer meiner Geschichten. Slam bildete sich auf einer Insel aus schwimmendem Müll im Ozean und begann alle künstlichen Gegenstände zu verschlingen. Dies ist natürlich nur ein Märchen, aber jedes Märchen hat eine Moral. Möglicherweise hast du bereits viele YouTube-Videos gesehen, wo Menschen versuchen, Slime mit Spülmittel, Zahnpasta und Rasierschaum herzustellen. Aber du hast kaum echten Slime bekommen. Leider bauen diese Rezepte sehr genau definierte Produkte, Mengen und ideale Proportionen. Aber ich sage dir jetzt, was das Geheimnis von echtem Slime ist, so dass es immer zu 100% ohne eine einzige Enttäuschung ausfällt. Nämlich Natriumborat oder Borax. Ihr könnt diesen Borax online bestellen oder im Drogeriemarkt nachfragen. Borax ist nicht schädlich. Es wird zum Beispiel in Handcreme zugesetzt, aber wenn du mit Slime spielst, iss bitte nicht mit den gleichen Fingern. Am besten zuerst Hände abwaschen. Wir haben also den Borax. Wir brauchen eine Schüssel und zum besseren Mischen brauchen wir ein Glas heißem Wasser und ein großer und ein kleiner Löffel. Wir brauchen auch Bastelkleber, transparenten Bastelkleber für transparente Slimers oder weißen Bastelkleber für satte Farben. Wenn du auch flauschige, fluffy Slimes machen möchtest, nimm dann den Rasierschaum von deinen Eltern weg. Verwende am besten Lebensmittelfarbe, um Farbe hinzufügen. Sie sind sicher, preiswert und färben die Textur unseres Slimes sehr gleichmäßig. Natürlich kannst du auch Glitzer, Perlen und andere Zusatzstoffe kaufen. Slime-Zusatzkits können online bestellt werden oder ich habe zum Beispiel solche Paletten und Glitzer im Pfennigland gekauft. Nachdem für die Slimes aufbewahren, brauchen wir auch solche Gläser. Jetzt fangen wir mit dem Borax-Mischen an. Ein Löffel Borax sollte für so ein Glas Wasser reichen. Aber mehr geht es auch. Das rühren wir so lange, bis das ganze Borax sich aufgelöst hat. Als nächstes brauchen wir eine Schüssel, einen Löffel, ein Kleber und unsere Zutaten, wie ihr hinzufügen möchtet. Gießt ihr den Kleber in eine Schüssel. Der Kleber ist der Hauptbestandteil des Slimes, daher ist es besser, viel davon zu haben. Fügt dann ein wenig Pigment hinzu. Nur ein wenig. Da die Pigmente sehr gefärbt sind. Die wichtigste dabei ist, alle Füllstoffe wie Glitzer und Bärchen und kleine Tiere und anderes von dem Hinzufügen des Borax miteinander zu vermischen. Jetzt unser Slime ist noch flüssig, aber wenn Borax kommt, wird es fest. Also, wir sind mit unseren Zutaten zufrieden. Fügen wir nun als letztes Borax hinzu. Wow, die Magie geht los! Die Flüssigkeit verwandelt sich in Slime.
Das ist einfach, unseren Slime aus dem Schüssel zu bekommen. Am Anfang unser Slime ist sehr klebrig. So länger ihr wartet, so fester wird es sein. Also hier kann man sehr gut sehen, der Unterschied zwischen Weißkleber und Transparentkleber. Das ist der weiße Kleber. Das ist unser Transparent. Jetzt versuchen wir ein fluffy Slime zu kriegen. Und deswegen habe ich hier diese Rasierschaum. Erst haben wir schon unser Weißkleber hier und ich mache Rasierschaum hin, ein bisschen Farbe, Bärchen kommen auch dazu. Die Slime-Magie funktioniert nur mit Borax. Dieser Slime ist wirklich fluffy. So, fluffy Slime kann man nur mit Rasierschaum bekommen. Nachdem wir alle Arten von Slimes vorbereitet haben, die wir wollen, fragen wir uns, wie wir sie aufbewahren sollen. Ich mache meine Slimes in Gläser. So kann ich ihr auch empfehlen. Ich habe hier diese Folie vorbereitet mit Gummiringe. Mache ich das fest. Ihr solltet die Slimes ohne frischen Luft aufbewahren, ansonsten trocknen die Slimes in wenigen Tagen aus. Doch es ist auch interessant, zu beobachten, wie die Slimes trocknen. Und so könnt ihr so kleine Kunstwerke wie diese Skulpturen bekommen. Okay, liebe junge Zuschauer, ich hoffe, dir hat dieser Workshop gefallen und ich wünsche dir viel Inspiration und viel Spaß mit Slimes.